Mein Name ist Eduard Trippel. Ich bin zweifacher Olympiamedaillengewinner im Judo in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm. Weil ich seit Olympia sehr viele Anfragen bekommen habe, wie ich den Leuten helfen soll, wie man einen perfekten Trainingsplan hat, wie man optimal trainiert, um einfach allgemein besser, stärker, schneller im Judo zu werden. Deswegen habe ich mir gedacht, versuche ich mal in diesem Video euch zu zeigen, wie mein Trainingsplan aussieht, beziehungsweise wie ein optimaler Trainingsplan für mich aussieht. Dann scheut euch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn solche Videos werden dementsprechend bald kommen. Bevor ich euch erkläre, wann welche Einheit wie ausgeführt wird, muss ich euch erstmal aufklären über die Belastungskomponenten. Die Belastungskomponenten sind Belastungsdichte, Belastungsdauer, Belastungsumfang, Belastungsintensität und Belastungsvariabilität. Erstmal zum Belastungsumfang. Wie der Name schon sagt, beschreibt es einfach den Umfang der Belastung. Belastungsumfang kann theoretisch vieles bedeuten. Es kann bedeuten, wie viele Übungen packe ich in ein Training rein, wie viele Trainingseinheiten mache ich an einem Tag oder wie viele Trainingseinheiten mache ich einer Woche. Belastungszeit muss ich euch nicht genauer erklären. Das heißt einfach, wie lange ein Training geht, beziehungsweise wie lange die Belastung einfach geht in einer Trainingsübung, beziehungsweise wie lange die Trainingseinheit insgesamt als solches geht. Kommen wir zur Belastungsdichte. Wie der Name schon sagt, ist es einfach nur, wie dicht beieinander die Belastungseinheiten bzw. die Trainingseinheiten aneinander liegen. Das heißt in anderen Worten, wie groß ist die Pause bzw. wie lange kann ich regenerieren zwischen den Trainingseinheiten. Belastungsintensität ist wiederum ganz einfach erklärt. Wie ihr euch denken könnt, beschreibt es einfach nur, wie hart diese Belastung oder wie hart das Training ist. Ob ich 1 Million Uchikumis mache, 1 Million Würfe mache, dann ist natürlich die Intensität sehr hoch. Oder ich sage, ich mache 1 Stunde Training und da mache ich ganz locker Technik oder mache nur ein paar Randoris und das war's. Dann haben wir natürlich eine geringe Belastungsintensität. Und zum letzten Punkt, Belastungsvariabilität. Belastungsvariabilität ist persönlich auch für mich sehr wichtig als Komponente, weil man kann ja nicht jede Woche immer dasselbe trainieren. Es wird langweilig und vor allem im Kampfsport oder im Judo muss man viele verschiedene Muskelgruppen trainieren bzw. viele verschiedene koordinative Fähigkeiten. Deswegen sollte man einen monotonen Trainingsplan vermeiden und etwas Abwechslung in den Trainingsmethoden bzw. in den Trainingseinheiten bringen. Okay, genug gelabert. Jetzt erkläre ich euch, wie bei mir so eine typische Trainingswoche aussieht. Da bei uns in Hessen oder auch allgemein in Deutschland die Randori-Trainingseinheiten, wer nicht weiß, was Randori ist, das sind einfach Trainingseinheiten, wo man einfach nur kämpft bzw. Sparring macht mit anderen Leuten. Das sind die wichtigsten Einheiten im Judo, weil das logischerweise sehr wettkampfnah ist und mit wettkampfnahem Training kann man einen Judo-Wettkampf sehr gut simulieren. Leider ist es in Deutschland so, dass die Judo-Community nicht so riesig ist und wir in der Regel in der Woche 2 Tage haben, wo es die Randori-Trainingseinheiten gibt. Bei uns in Hessen ist es meistens so, dass es Dienstag eine Randori-Einheit abends gibt und Donnerstag eine Randori-Einheit gibt. Es wäre natürlich optimal, wenn man mehr von diesen Randori-Einheiten hätte, aber da wir einfach nicht so eine große Community sind wie in Japan oder Georgien, beschränkt sich das leider nur auf 2 Tage. Dementsprechend müssen wir unseren Trainingsplan so planen, dass wir zu den Randori-Einheiten optimal vorbereitet sind. Kommen wir zum Montag. Montag ist kein Randori-Tag. Das heißt, wir können voll auf die Belastung gehen. Ich würde empfehlen, 2 Einheiten am Tag zu machen. Eine morgens oder vormittags und eine nachmittags oder abends. Das liegt daran, dass die Belastungsdichte nicht so hoch ist und man genug Regeneration zwischen den Einheiten hat. Liegen die Einheiten nah beieinander, hat man nicht so viel Regeneration. Dementsprechend sollten aber diese Belastungen intensiv sein, weil wir an dem Tag kein Randori machen. Morgens würde ich empfehlen, ein Zirkeltraining zu machen. Dort kann man judo-spezifische Medizinballübungen machen, kann am Partner direkt werfen, man kann Liegestütze machen, man kann Gewichten trainieren. Im Zirkel ist auf jeden Fall eine hohe Belastungsflexibilität sehr wichtig und so macht der Zirkel natürlich auch irgendwo mehr Spaß. Macht einfach so viele Übungen, wie ihr könnt. Bei mir sind es mindestens 10 Übungen, die so ein Zirkel sind. Und diese ganze Zirkelrunde mache ich dann ungefähr 5 bis 6 Mal mit 4 Minuten Pause dazwischen. Angenommen, wir haben jetzt um 10 Uhr unser Krafttraining gemacht. Das geht meistens 1,5 Stunden, sagen wir von 10 bis 11.30 Uhr. Dann haben wir abends um 19 Uhr oder um 17.30 Uhr unser Techniktraining. Okay, ich glaube, ich muss euch jetzt nicht erklären, dass mein Judo sich auf jeden Fall aufwärmen sollte vorher. Techniktraining ist super wichtig, damit man sich vorbereiten kann aufs Randori-Training, die im Techniktraining vorher einfach übt, beziehungsweise sich auch mal darüber Gedanken macht, was will man für Technik machen. Hier ist mir persönlich wichtig, dass man eine sehr gute Zusammenarbeit mit seinem Vereinstrainer hat, weil er dir einen Input geben kann, weil er dich unter anderem auch kennt und er sein Wissen über das Judo, das natürlich eigentlich höher sein sollte als deines, weitergeben kann.
und du kannst mit ihm diskutieren, ob diese eine Technik für dich passt oder nicht. Auf jeden Fall ist Kommunikation das A und O. Wenn ihr im Techniktraining genug Partner habt, würde ich das nicht nur auf den Technikpart beruhen, sondern auch leichte Randoris machen. Leichte Randoris könnten Aufgabenrandoris sein, indem ihr sagt, hier könntest du bitte dich auf links stellen, weil ich habe gegen Linkskämpfer das Problem, dass so und so passiert. Oder er sagt, okay, wir beide dürfen jetzt nur Füße werfen oder wir machen jetzt nur Griffkampf. Egal, auf jeden Fall Randoris mit Aufgabenstellung. Ihr könnt natürlich auch normale Randoris machen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in einem Techniktraining nicht genug Partner da sind erstmal. Und zweitens wollt ihr auch fit sein für das eigentliche Randori-Training am Dienstag. Meiner Meinung nach muss die Belastungsdauer im Techniktraining nicht so lang sein. Kann also auch eine Stunde gehen oder auch eineinhalb. 2 Stunden finde ich definitiv viel zu viel für ein Techniktraining. Wenn ihr wollt, könnt ihr nach dem Techniktraining nochmal ein paar Seile klettern. Seile sind halt sehr wichtig für die Griffkraft im Judo, dass man ordentliche Unterarme hat und dass man halt in den Fingern auch stark genug ist, um den Griff zu packen. Ich würde euch empfehlen, immer so viel Seile zu machen, bis ihr merkt, dass die Hand aufgeht. Dann echt blöd, wenn man in der Trainingswoche mit offenen Händen trainieren muss und dann hält man sich automatisch ein bisschen mehr zurück. Bei mir fängt das ungefähr ab 10 Seile an, deswegen ist mein Richtwert ungefähr 10 Seile nach dem Techniktraining. Aber wenn bei dir erst nach 20 Seilen die Hände aufgehen, mach 20 Seile. Kommen wir zum Dienstag. Dienstag ist unser Randori-Tag, das heißt der Tag, wo wir viel kämpfen werden. Wir fokussieren uns aufs Randori-Training, das heißt das Training am Vormittag um 10 Uhr machen wir ganz locker. Hier empfehle ich einfach ein Krafttraining zu machen, wo man maximal 5 Wiederholungen macht mit hohen Lasten. Wenn es um die Übung geht im Kraftraum, würde ich einfach die ganz klassischen Übungen machen. Umsetzen, Kniebeuge, Bankdrücken, Bankziehen, Klimmzüge. Und seien wir mal ganz ehrlich, machen wir ja jetzt keine Wissenschaft aus dem Krafttraining, weil am Ende müssen wir das Judo trainieren und das Krafttraining ist auf jeden Fall wichtig, aber macht nicht alles im Judo aus. Zum einen dient das Krafttraining zur Verletzungsprophylaxe. Wenn ich ein gutes Muskelkorsett habe, sind meine Gelenke, meine Knochen, sind alle davor geschützt, Verletzungen zu kriegen. Und ich habe natürlich einen Kraftzuwachs und kann meine Würfe natürlich mit mehr Kraft ausführen. Wir sind in einer gewissen Gewichtsklasse und dort muss man auch mehr oder weniger bleiben. Ich persönlich wiege schon 96 Kilo und ich habe keinen Bock, nochmal 5 Kilo Muskelmasse zu bekommen, um dann 11 Kilo abzunehmen für meine Gewichtsklasse. Deswegen würde ich empfehlen, die Wiederholungsanzahl der Übung zwischen 5 und 6 zu halten. Abends, meistens um 19 Uhr, fängt das Randori-Training an. Ich würde auf jeden Fall euch wärmstens empfehlen, im Aufwärmen des Trainings oder vor dem Training, also dass ihr 15-20 Minuten vor ins Dojo geht und Verletzungsprophylaxe macht. Ich mache zum Beispiel immer für meine Schulter, die 2016 operiert wurde, immer meine Übung am Gummiband, damit ich einfach nicht nochmal Probleme bekomme mit der Schulter. Und immer wenn ich die Übung mache, habe ich meistens nie Probleme mit der Schulter. Lustigerweise ist es so, wenn ich aufhöre mit der Verletzungsprophylaxe, vor allem im Schulterbereich, dann merke ich sie wieder. Wenn ihr keinen Wettkampf jetzt habt oder bald habt, würde ich euch empfehlen, schon mindestens 10 Randoris im Training zu machen, weil umso mehr Randoris, desto besser. Falls ihr aber merkt, dass es euch nicht gut geht im Training, beziehungsweise ihr habt eine Verletzung oder ihr merkt, das Randori läuft nicht so gut, dann bitte aufhören, weil keiner braucht irgendeine Verletzung im Training. Wer kennt's nicht? Man will eine Pause machen und der andere fragt noch, können wir machen? Du sagst aus Verlegenheit, okay, dann machen wir halt. Und jeder kennt's, das letzte Randori, wo man Pause machen wollte, macht mal und verletzt sich dann. Deswegen, wenn ihr keine Randori machen wollt, wenn ihr Pause macht im Moment, dann macht die Pause und zieht das auch durch. Auch könnt ihr Doppelrunden machen. Doppelrunden sind natürlich eine super Trainingsmethode. Die Intensität geht sehr hoch, die Belastungsdichte ist sehr hoch, weil ihr natürlich in den Doppelrunden gar keine Pause oder vielleicht ein paar Sekunden Pause habt. Der Mittwoch ist eigentlich ganz einfach erklärt. Macht genau dasselbe wie am Montag, weil der Mittwoch ist auch ein Tag, wo man kein Randori macht. Donnerstag genauso wie der Dienstag. Und Freitag würde ich euch empfehlen, eine sehr intensive All-Out-Einheit zu machen. Was ich mache ist immer, ich fahre zum Feldberg hier in Hessen und mache da einen Feldberglauf. Das ist ein Berg, wo ich einfach nur hochlaufe. Es gibt keine Stelle, wo man irgendwie flach oder runterläuft, sondern nur hoch. Das dauert ungefähr 40 Minuten und ich sage euch, das ist wirklich All-Out und ich komme wirklich jedes Mal an meine Grenzen. Ihr könnt auch sowas machen wie einen super brutalen Zirkel oder was auch immer. Lasst euch irgendwas einfallen, wo ihr All-Out geht und der Puls auf 200 schießt. Samstag würde ich dann nutzen für einen lockeren Regenerationslauf. Das heißt, Regenerationslauf, bei mir sind es zwischen 20 und 30 Minuten, wo ich ein lockeres Tempo laufe. Der Puls sollte nicht so weit hochschießen, weil es halt auch als Regeneration dienen sollte. Und wenn man noch Laktat im Körper haben sollte, vor allem in den Beinen von den Läufen, dann kann man schön durch aeroben Stoffwechsel abbauen. Aerob heißt einfach, dass das Laktazid, also das Laktat in den Beinen, die Milchsäure, abgebaut wird mit Hilfe von Sauerstoff. Das heißt, wenn wir ein niedriges Tempo laufen, dann wird das Laktat verstoffwechselt und wird als Energie wieder in den Körper reingeschossen. Deswegen würde ich auch empfehlen, im Wettkampf, wenn ihr einen harten Kampf hattet oder im Training, ihr seid richtig kaputt und ihr müsst noch weiter trainieren,
dass ihr ein paar Runden locker laufen tut, weil das ganze Laktat, die ganze Milchsäure, die eure Beine, eure Arme festmachen lassen, das wieder so verstoffwechselt. Und was für eine Überraschung, denn Sonntag nehmt ihr euch den ganzen Tag frei. Ich würde empfehlen, einen lockeren Spaziergang zu machen, denn auch lockeres Spazieren oder was mit Freunden machen, ist auch Regeneration. Nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf. So, jetzt habt ihr ungefähr die Woche gesehen. Ihr habt gesehen, vom Belastungsumfang habe ich ungefähr immer 2 Einheiten am Tag gemacht. Freitag eine sehr intensive Trainingseinheit, Samstag eine Regenerationseinheit und Sonntag gibt es einfach komplett frei. Vorne habe ich die Belastungsvariabilität angesprochen. Die werde ich jetzt ansprechen, weil angenommen, wir würden das jede Woche machen, irgendwann wäre es ja voll langweilig, einen Zirkel oder ein Krafttraining, einen Lauf zu machen. Was wir manchmal auch machen, wir gehen klettern. Klettern ist auch super anstrengend. Schwimmeinheiten mit dem Radfahren. Da einfach ein bisschen flexibler sein, damit es nicht langweilig wird und man auch andere Muskelgruppen auch beansprucht. Auch in den Randoris könnt ihr flexibel sein. Wie ich vorhin erwähnt habe, gebt euch gewisse Aufgaben im Randoris. Macht genau mit den Leuten, auf die ihr eigentlich normalerweise keine Lust habt, denn die pushen euch noch mehr. Macht Doppelrunden, macht Dreifachrunden, macht Einzelrunden, macht vielleicht mehr Pause zwischen den Runden. Ihr könnt 4-Minuten-Runden, ihr könnt aber auch 6-Minuten-Runden. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Natürlich hängt dieser Plan auch sehr stark davon ab, wann ein Wettkampf ist. Wenn ihr jetzt in der Woche einen Wettkampf haben solltet und ihr müsst noch Gewicht verlieren, dann ändert sich natürlich die Intensität der Einheiten, wenn ihr Gewicht verlieren müsst. Apropos Gewicht verlieren. Ich habe darüber mal ein Video gemacht, wo ich darauf reacte, wo die Dagestaner in der UFC bzw. in der MMA Gewicht verlieren müssen. Wenn ihr das sehen wollt, das Video, oben ist es verlinkt. Das war es erstmal mit dem Video. Ich hoffe, euch gefällt dieser kleine Einblick in meinem Trainingsplan, diese Transparenz, die ich euch gebe, dass ihr seht, okay, so trainiert er oder beziehungsweise so kann ich trainieren. Ich würde es super schätzen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, weil das motiviert mich persönlich, einfach weitere Videos zu machen, mehr Content zu produzieren und euch immer up to date zu halten. Und dann bleibt mir nur zu sagen, man sieht sich im nächsten Video. Ciao, ciao!